Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Norman alias Dr. Helden Kreativ und ich möchte euch heute mal zeigen, was ihr machen könnt, wenn eure Pfaff-Nähmaschine ein wenig rumspinnt, wenn sie den Faden nicht vernünftig schneidet oder wenn euer Faden häufig reißt. Möchte ich euch zwei, drei kleine Tipps geben, was ihr machen könnt, was ihr machen dürft. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Als erstes möchte ich euch zunächst zeigen, wie ihr eure Spannungsscheiben reinigen könnt, wenn der Oberfaden halt häufig reißt. Kein Hexenwerk, keine Magie. Ihr benötigt dafür ein altes Baumwolltuch und handelsüblichen Glasreiniger. Ich hole euch jetzt mal eine Nähmaschine und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Ein kleiner wichtiger Tipp, der aber entscheidend sein kann, ist, das Garn nie aus der Nadel zu ziehen. Sprich, manche machen das ja so, dass sie die Garnrolle abziehen und das Garn von oben nach unten oder von unten nach oben halt durchziehen. Zurück auf die Spule, um Garn zu sparen. Gewöhnt euch an, den Faden durchzuschneiden und den Faden unten aus der Nadel einmal rauszuziehen. Warum? Wenn ihr den umgekehrten Weg geht und den Faden von oben rauszieht durch das ganze Greifersystem, entsteht mitunter sehr viel Faserrest, also sehr viel Flusen. Und das möchten wir ja im Greifersystem nicht. Deswegen Garn abschneiden und unten aus der Nadel ziehen und die Garnrolle dann tauschen. Dann benötigt ihr ein Baumwolltuch und Glasreiniger. Gebt zwei, drei Sprüher auf das Baumwolltuch, klemmt es zwischen die Spannungsscheiben und senkt euren Nähfuß. Und dann geht wirklich hin und her, hin und her, hin und her. Und poliert eure Spannungsscheibe. Sorgt dafür, dass der ganze Staub und die Flusen aus den Spannungsscheiben gehen. Und eure Spannungsscheiben so wieder glatt werden. Kommen wir einmal zur Nadelstange. Entfernt einmal die Nadel aus eurem System. Entfernt den Nähfuß. Macht einmal den Nähfuß runter und entfernt den ganzen Staub und die Flusen von eurem System von einem Nähfuß und gebt einen Tropfen, wirklich nur einen Tropfen mit einem Punktöler auf die Nadelstange. Und dann kommen wir auch einmal zum Inneren unter der Stichplatte. Im nächsten Schritt entfernt einmal die Unterfadenspule, sofern noch im Gehäuse vorhanden. Nehmt euch einen flachen Schraubenzieher und löst die eingeklickte Stichplatte. Schaltet die Maschine jetzt einmal aus. Entnehmt den Fadenabschneider, reinigt diesen einmal und die Spulenkapsel ebenfalls und packt alles beiseite. Reinigt einmal das Spulengehäuse gründlich und ihr dürft
hier einen Tropfen Öl reingeben. Aber wirklich nur ein Tropfen. Das sorgt unter anderem dafür, dass die Maschine wieder etwas leiser läuft. Und dann kommen wir zum Fadenabschneider, wo meistens das Problem besteht, dass der Faden nicht richtig geschnitten wird. Nehmt den flachen Schraubenzieher und schiebt ihn einmal nach vorne, der Greifer. Jetzt könnt ihr das Messer einmal nach oben klappen. Ich drehe jetzt für euch einmal die Maschine und zeige euch, wie es weitergeht von der Rückseite, weil dann könnt ihr das Ganze nämlich besser sehen. Ihr seht jetzt hier den Fadenabschneider. Den könnt ihr ganz einfach hochklappen. Den könnt ihr auch ganz einfach rausnehmen. Der ist nur reingesteckt, wie ihr sehen könnt. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich werde euch gleich mal ein wenig mehr Licht machen, damit ihr das besser sehen könnt. Und ihr seht, hier ist eine Filzplatte und hier ist ganz viel Fadenrest und hier sind ganz viele Flusen und die dürft ihr, sollt ihr in regelmäßigen Abständen einmal von dem Filz entfernen. Und dann setzt ihr euren Fadenabschneider wieder ein, klappt ihn runter, nehmt euch euren Schraubenzieher und fahrt den Fadengreifer wieder in Position zurück. Und dann baut in umgekehrter Reihenfolge die Stichplatte wieder an. Lasst uns dann jetzt die Spulenkapsel einsetzen und den Fadenabschneider sowie die Stichplatte. Was wichtig ist, wenn ihr den Tropfen Öl in die Mitte gegeben habt von eurer Spulenkapsel, also unter der Spulenkapsel, setzt eure Nähmaschine unmittelbar danach bitte in Betrieb oder macht diese Art der Wartung unmittelbar, bevor ihr euer nächstes Projekt näht. Ölt die Maschine nicht nur einfach und lasst sie stehen, sondern sorgt dafür, dass die Maschine das Öl gleich verteilt. Was ich euch aber noch zeigen kann, wo sich auch noch ganz gerne Fadenreste verstecken. Ich baue die Kamera am besten nochmal für euch um. Wo sich noch gerne Fadenreste verstecken, ist hier dieser kleine Haken, der nur eingelegt ist, der muss auch so, den kann man auch rausnehmen. Also der muss so lose. Und auch da könnt ihr mal das Ganze ein wenig reinigen. Und hochnehmen. Also wie gesagt, ihr könnt den komplett einmal rausnehmen. Er lässt sich auch in der Regel ganz einfach wieder einsetzen. Also falls sich jemand fragt, das muss wirklich so lose. Und wie gesagt, wenn der mal raus ist, einfach hinten wieder einklicken ins System. Aber wie gesagt, hier können sich auch ganz viele Fadenreste sammeln. Und das könnte unter anderem dann eure Probleme lösen, wenn ihr das Ganze hier sauber gemacht habt mit reißenden Fäden, mit lauten Nähgeräuschen, mit Fäden, die nicht geschnitten werden. Und ja, ich hoffe, dass kleine Video konnte euch ein wenig helfen und ich würde sagen, viel Spaß beim Reinigen eurer Nähmaschine. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.